Oh, toll. Liebe Kamera, ab bist du heller bitte. Also wir haben hier hinten zwei Sterne. Eben schon, das Bild doch heller gewesen, deutlich. Und irgendwie so ein Punkt. Da oben ist das zu sehen. Ja, also abgesehen von den Sternen, da oben dieser kleine Punkt da, den ich leider nicht genau fokussieren kann. Ich kann ein bisschen anzuzoomen, aber wird nicht viel bringen. Doch ein bisschen. Dieser kleine Punkt bewegt sich arg schnell. Da ist ein Baum zu erörtern und da ist der Punkt. Und ich finde, für einen Nachthimmel ist es ein ziemlich schnelles Flugzeug. Das verwundert mich ein bisschen, dass es so schnell ist und nicht mal irgendwelche Lichter an sich hat. Huch, Fledermaus. Wer weiß, was wir da gerade sehen. Man fliegt ja Stativ gerade, wenn es quasi jetzt sich umdrehen würde, würde man sagen, okay, scheiße, aber joa. Ist halt ein Flugzeug, nehme ich an. Agent Aliens. Das ist gerade ein Baum. Wo hat denn der herfliegt gerade? Auch von der Höhe her. Kann er kein. Der ist ja so hoch wie da vorne die Sterne. Ja, da haben wir auch zwei Sterne, die sind natürlich fest. Und der andere Stern, ich nenne mal Stern. Genauso hell vom Licht her, aber halt mobil und schnell. Haben wir da ein UFO erwischt? Ja, Melissa. Bitte aber mit spekulieren. UFO oder nicht? Die Antwort, ja, kann ich euch nicht geben. Aber zumindest ist schon mal interessant. Ja, wir gehen los. Irgendwo sind. Aber tendenziell würde ich sagen, ist es ein Flugzeug, weißt du, gerade Linien wegfliegt. Aber von der Flughöhe ist es ein bisschen mysteriös. Okay, gut. Flugzeug, Gerät ist weg. Flugzeug. UFO bedeutet ja schließlich auch nur unbekanntes Flugobjekt. Das ist wirklich weg. Hallo? Warte mal kurz. Jetzt ist es wirklich weg. Ja, okay, UFO und weg. Gut. Ja, das ist jetzt für mich auch ein bisschen. Okay, dann vielleicht doch, wer weiß, was wir da gesehen haben. Ich zoome wieder raus, wir gehen weiter nach Hause. Okay. Gut, ab geht's nach Hause, Melissa.